Intendanten halten an 1 plus fest. Zwischen den ARD-Rundfunkanstalten und den unionsgeführten Bundesländern ist der Streit um das von den Sendern geplante Satellitenprogramm 1 plus offen ausgebrochen. Trotz der Abmahnung der Stuttgarter CDU-Landesregierung an den beim Programm federführenden Südwestfunk beschlossen die Intendanten einstimmig, am 29. März mit der Ausstrahlung von 1 plus zu beginnen. Der ARD-Vorsitzende und Intendant des Südwestfunks Hilf betonte, wie das ZDF sei auch die ARD berechtigt, ein Satellitenprogramm auszuproben. Das CSU-Kabinett in München schloss sich heute den Stuttgarter Bedenken an und verbot dem Bayerischen Rundfunk die Ausstrahlung des Programms. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört, es gibt Streit zwischen der ARD und den unionsregierten Bundesländern. Es geht um das von der ARD geplante Satellitenprogramm 1 Plus, das ab 29. März, also ab Ostersamstag, verbreitet werden soll, so wie das das ZDF mit seinem Dreisat schon lange tut. Die unionsregierten Bundesländer wollen diese Ausstrahlung von 1 Plus verhindern. Die Landesregierung von Baden-Württemberg plant eine einstweilige Verfügung. Zu diesem Komplex nun ein Kommentar. Es spricht Reinhard Kleinmann vom Südwestfunk. Wie lässt es sich anstellen, dass ein Fernsehsender nicht sendet, der senden möchte? Anderswo auf der Welt wird so etwas mit Soldaten und Polizei entschieden, aber so sind wir ja nicht. Bei uns sollen es die Gerichte besorgen, wenn politische Fragen politisch nicht entschieden werden können. Dass es eine medienpolitische Entscheidung ist, wenn die ARD ab Kar-Samstag ein Fernsehprogramm über Satellit senden will, steht außer Frage. Und noch mehr ist es Politik, wenn das von einigen Landesregierungen verhindert werden soll. Es wird den Regierungen in Stuttgart, München und Mainz nur schwer werden, verständlich zu machen, warum sie jetzt verbieten lassen wollen, was sie 2,5 Jahre lang richtig fanden. Denn Ende 1983 bereits wollte die Staatskanzlei in Mainz, der Ministerpräsident dort ist der Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, von den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern wissen, wie sie sich an Satellitenprogrammen beteiligen wollen. Damals gab es erst einen Satelliten, den ECS. Dessen besseren Teil bekam von den Ministerpräsidenten das private Fernsehprogramm Sat.1, den schlechteren Teil das ZDF, das seither mit Österreich und der Schweiz zusammen Dreisat sendet. Die ARD ging damals leer aus, aber jeder wusste, dass es bald mehr Satellitenkanäle geben würde als Sender, die sie bezahlen und benutzen wollen. Die ARD hatte in der Zwischenzeit ihr Konzept eines werbefreien, europäisch orientierten, deutschsprachigen Kulturprogramms entwickelt und Ende 1984 vereinbarten die Ministerpräsidenten, dass dieses Programm 1 Plus nämlich einen Kanal des Satelliten Intelsat benutzen kann. Jetzt soll gesendet werden, aber jetzt soll das alles nicht mehr gelten. Rechtliche Gründe können es nicht sein, die hätten in dem 2,5 Jahre dauernden Entscheidungsprozess längst auffallen müssen. Es ist einfach Politik. Die erklärte Politik von CDU und CSU, den privaten Anbietern Wettbewerbsbedingungen zu verschaffen, bei denen sie tatsächlich erfolgreich, und das heißt auch finanziell erfolgreich sein können, ist der Schlüssel für diesen politischen Streit. 1 Plus ist dabei politisches Pfand, Verhandlungsmasse für noch Folgendes. Da alle Versuche gescheitert sind, zu politischer Übereinstimmung zu kommen, entscheiden jetzt Gerichte. Das Fatale ist, dass bei Gerichten nicht beide Parteien gewinnen können. Eine Seite muss am Ende blessiert dastehen. Das ist kein Akt politischer Klugheit. Es hilft nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es hilft nicht den Ministerpräsidenten, den Trägern der Rundfunkhoheit. Im Alten Testament bei Jesaja steht, der Herr sprach, wen soll ich senden? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Es ist wie für 1986 geschrieben. Wenn schon Politik nicht mehr weiter weiß, Rechtliches nicht weiter hilft, dann hilft vielleicht die Bibel. Ein Kommentar von Reinhard Kleinmann.